Bleib einfach an meiner Seite. Ja, aber Glück, wir finden die Entwicklerhöhle. Nein. Das wäre witzig. Nope. Nope. Ist eigentlich rein theoretisch aufteilen, ne? Beleuchtung. Aber. Nee, lass mal zusammenlaufen, oder? Ja, ich weiß. Let's Play kann man sogar. Ne? Ne? Oh, hier ist ein Champion. Oha. Nice. Das kann richtig knifflig werden. Ich treffe nicht. Hier ist noch ein Battlecopter. Okay, in welche gehen wir zuerst? Es ist mir egal, such dir was aus. Ach, geh mal von Chuck aus an. Hier, geh mal hier unten erst. Leute! Ne? Steinplatte. Okay, neue Infos. Dämonen sind dafür bekannt, ihre eigenen Jungen zu verzehren, wenn keine andere Nahrung zur Verfügung steht. Oh lol, Telefon. Kobolde können mitunter fliehen und verbünden sich mit anderer Höllenbrut. Sie bewegen sich in aggressiven Gruppen, immer bereit, sich auf ahnungslose Reisende zu stürzen und sie mit ihren winzigen, messerscharfen Zähnen zu zerreißen. Hm? Oh. Was ein Arsch. Wir müssen dringend aufpassen, wenn geschmolzen dabei ist. Warum das? Mhm. Achso, wegen Explosion. Ja, danach. Das kann echt Aua tun. Ich sehe es kommen, ich sterbe deswegen. Oder diese komischen Suicider. Ja genau, dieses Ich denke gerade an Serious Sam hier. Nie gespielt, aber gut. Ich auch nicht. Ja, ja, ist auch, muss man auch nicht gespielt haben. Ist ein richtig dämliches Spiel, überhaupt keinen Sinn, aber naja. Naja. Was macht dieses? Ah, ah. Sinn von Diablo. Naja, mehr Sinn als Serious Sam. Das kann sein. Ah. Okay. Ja. Ja, ich wollte nur noch mal. Ja, da ist hier so ein Champion Doppelkobold hier. Ja. Bäh. Rückstoß. Und ja. Ja, das war. Ja, sehr schön. Ne? Geht Chat, sag ich dann. Und ich hab eine Hose. Wow. Ich bin nicht mehr so nackig. Wolltest du meine Hose haben? Dann mal hier. Schutz. Hm. Ich glaube, es ist die falsche Höhle, aber wir können trotzdem weiter. Halt da. Ja, ich auch einen Bogen. Bringt ja nur EP. Wie viel Damage? 12. Na, dann behalte ich erstmal die Armbrust. Aber später würde ich gerne auf Bogen umsteigen. Weil I see. Finde ich ein bisschen besser. Der getäunt ist, soll bitte wieder gehen. Bla 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 bla. Bitte, ernsthaft. Macht ihr wieder cooles Let's Play? Mhm. Ja, Gastauftritt machen. Wir brauchen einen eigenen Channel, Mats. Ja, ich werde mich darum kümmern. Aber naja, diese kleine Zwischenfall soll jetzt nicht, ne, unsere Experience, ne, zerstören. Neues Wissen. Einige verschlagene kleine Goblins haben unsere Händler überfallen. Verfolgt man sie, so öffnen sie einfach Portale und verschwinden mit einem Kichern, das höchst ärgerlich macht. Das Landvolk glaubt, dass diese Goblins einem höheren Dämon dienen, der unter dem Namen Gier bekannt ist, und dass ihre Portale in sein Reich führen. Eine wahrhaft lächerliche Vorstellung. Lass uns mal zwei. Wartet auf mich. Ja, ja.
Stimmt, aber die falsche Krypta. Aber, Das könnte ja so eine Anekdote auf dieses Schatzkobaltland sein, weißt du? Hast recht. Auch noch viel spekuliert hier, ne? Was denn? Ja, hast du nicht das neue Wissen gehört? Neue Wissen, ne? Okay. Es soll ja ein Schatzkoboldland geben, ne? Also sagt man sich, ne? Ob es jetzt eins gibt, weiß man nicht. Aber naja, es gibt halt so Hintergründe wegen den ganzen Zahlen, wie bei Lost hier. Diese verfluchten Zahlen halt, ne? Die verflucht sind. Ah. Ja, ich wollte nur mal betonen, wie verflucht die sind. Und auf jeden Fall, der Typ meinte eben so von wegen, die ganzen Schatzgebäude bringen ihre Schätze zu Gier. Genau. Und wenn, ne, dann möchte ich diesen Gier irgendwie mal, ne, weißt du, was ich meine? Kennenlernen. Zahnchen. Genau. Oh, so ein Schatzgeboldland, ey. Sabba, sabba. Was hab ich hier? Wollt jemand noch Handgelenkdinger? Egal, ich hab schon welche. Nee. Sind nicht so gut, sind halt nur Magic-Fein drauf. Geht schon. Wieso musstest du diese ganzen Dinger nehmen? Ich stehe auf Tage. Alter, warum? Der levelt mich out hier. Hä? Der Tag ist auch Level abgekommen, ich nicht. Ja, ich kriege aber auch Bonuserfahrung durch meine Dingens-Waffe, glaube ich. Echt? Na, ja, plus 3. Ja, okay, also, gehen wir trotzdem weiter. Ember. Die warte nicht auf euch, ne? Ja, ne, ich bin da. Ich muss noch einmal kurz. Oh, Level up. Hier sind noch Champs. Oh. Wo denn? Oh! Hi. Oh, zwei blaue Sachen. Mensch. Ach nee, brauche ich nicht. Was denn? Bewegungsgeschwindigkeit. Na, ja, später finde ich das ganz schön wichtig, wenn man mal zu später. Du willst ja im späteren Schwierigkeitsgraden keine Level 5er Boots tragen, ne? Nicht später, ne. Aber ich meine nur, Bewegungsgeschwindigkeit ist gar nicht mal so schlecht eigentlich, ne? Wenn man zu wegrennen muss. No. Tum, 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 tum. Ach komm, wir werden ja nicht wegrennen. Ich meine, wir werden so gut sein. Ich hab ja gesagt, wir sollen da anfangen. Wo? Ja. Ja, Mensch, wir wollen den Zuschauern ja was zeigen, ne? Ja, das hat Eva gemacht, Absicht. Ne? Das, ja, genau. Ah, hier. Raserei, alle da? Nee, Chuck fehlt. Chuck fehlt noch. Jetzt. Go. Oh, Nium, Nium. Wie viel Schaden mache ich jetzt? 18, geil. Haha, 21. Unbelievable. Ich brauche Erfahrung. Brauche mehr Arkankraft. Ach ja. Oh hey, Digga. Oh, da sind Skelette. No. Zu spät. Ja, Chuck. Hast du gut erkannt. Ja. Lederhose. Wie ist das Wetter bei euch?
Naja. Geht so. Okay. Du hast Fußball geschaut, Chuck? Ja. Dann erzähl mal über Fußball. Polen, Griechenland, ne? Ja, erzähl mal. Schade, dass Griechen noch aufgeholt hat. Und ja. War irgendwie komisch, das Spiel. Ja, warum hast du echt toll erzählt? Ne, also. Jetzt übelst die Analysen erwartet. Eigentlich hätten die Polen das machen müssen. Okay. Ja. Okay. Das ist die Meinung eines Sportprofis, Leute. Ja. Na. No. okay. Bestimmt falsch, aber wir gehen trotzdem nicht rum. Ne? Ja, wir kommen am Anfang. Lass umdrehen. Ja. Naja, aber das wichtige Spiel ist ja morgen, ne? Deutschland, yep. Portugal. No, wer gewinnt natürlich? Portugal? Ja. Polen. Komm, ohne Warte. Oh, warte mal. 12 Schaden, Armbrust. Chuck? Ne, ich hab 12, 7. Warte mal. Ich kann auch eine Armbrust tragen. Lall. Okay. Diese Gruft erscheint einem Kanzler angemessen. Die Krone muss hier sein. Also das ist übrigens auch ein super Farming-Bereich, also wenn man sich eine Goldrüstung angelegt hat und ja, ein bisschen Langeweile vertragen kann, dann kann man hier echt... Ganz schön viel Langeweile. Hm? Ganz schön viel Langeweile, bitteschön. Ja, aber ist so ungefähr das Schnellste, was geht, wenn man fahren will. Aber es ist stinkend langweilig. Ja, aber einfach nur die Züge dann weiterbringt. Pro Run, wenn man eine gute Goldrüstung hat, 10.000, ne? Und nee, das ist übrigens auch nicht hier, sondern später. Aber sieht ja alles gleich aus. Okay. Hier Wissen, ne? Die Unbegrabenen werden aus menschlichen Leichen gebildet, die ohne ordentliches Begräbnis in Massengräber geworfen wurden. Dieses grässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Magie zusammengehalten. All mein Wissen. Ich konnte doch nur vor ihm fliehen. Und ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. Okay, vorbei. Ach ja, bist ja die Krone. Nein! Ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Ungeblendet. Och, Mensch. Haha. Ich höre geschuld. Och, gar nicht. Aber echt gar nicht. Echt mit Zerglau. Lol. Questband, Stadtportal. Dann gehen wir mal am Stadtportal. Hedrick, hilf mir! Oh. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln, Schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann arbeitet für mich. Ich werde euer Können für großartige Dinge nutzen. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Euer Lehrling ist gestorben. Närrischer Junge. Macht euch auf das Schlimmste gefasst und ihr werdet nicht enttäuscht. Ich danke euch für die Nachricht. Okay, das war's auch schon wieder mit unserem Let's Play. Schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Jo, bis dann. Jo, bye.